Tja, King. Du weißt ziemlich gut, wie man Frauen unterhält. Ach, das war ja nur ein Abendessen und Kino. Und woher sollte ich wissen, dass er so sauer wird? Big Hugh mag es eben nicht, wenn man mit seinen Mädchen ausgeht. Aber wir können jetzt nicht viel tun, Joe. Tja, Rita, gehen wir doch einfach. Hast du das gehört? Was gehört? Sparky! Du kennst ihn! Steh doch da nicht so herum! Wir müssen hier weg, bevor Big Hugh kommt! Zu spät! Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Männer! Tötet sie! Hey, pass auf deine Hände auf! Holt sie euch! Ich will sie tot! Diesmal wenigstens. Puh, das war knapp. Ich überlasse es dir, King. Du weißt bestimmt, wie man die Nacht entsprechend beendet. Mist. Fast hätte ich vergessen, dass ich Faye Russell, die bekannte Schauspielerin, in knapp 8 Stunden abholen muss. Komm, Sparky, auf geht's. Werde ich dich wiedersehen? Nur wenn du Glück hast. Warte hier, Sparky. Ich gehe nach oben und hole Miss Russell. Anderson, was machst du denn hier? Und wo ist Miss Russell? Du Dummkopf, King. Hast du ehrlich gedacht, ich würde dich Faye Russell fliegen lassen? Die schönste Schauspielerin aller Zeiten. Und dann auch noch in den Amazonas-Dschungel? Eigentlich ja. Ich habe einen gültigen Vertrag. Hahaha. Du bist ja noch dümmer, als ich dachte. Spaß beiseite, Anderson. Ich muss sie rausfliegen, bevor der Sturm losgeht. Das Flugzeug ist vollgetankt und startklar. Diesmal nicht, King. Ich nehme das Geld und das Mädchen. Aber sie ist meine Lieblingsschauspielerin. Außerdem könnte ich mein Flugzeug verlieren, wenn ich das Geld nicht bekomme. Dann hat die Flying Dutchman Airlines weniger Konkurrenz. Ich werde Faye zu ihrem Fototermin an den Amazonas fliegen und den ganzen Ruhm ernten. Bald bin ich der König der Lüfte. Hey, das kannst du nicht machen. Und ob, du kannst ja versuchen, hier wieder rauszukommen, King. Man sieht sich. Tja, ich muss meinen Flieger schaffen. Hahaha. Die ist zu. Meine einzige Chance, die schönste Schauspielerin der Welt kennenzulernen, hat sich eben in Luft aufgelöst. Und jetzt sitze ich hier gefangen in diesem billigen Theaterhotel in Rio. Ich schätze, ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich hatte schon immer was für Brünette übrig. Und Blondinen. Rothaarige natürlich auch. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der hübscheste Pilot im ganzen Land?
Noch nicht mal mein Kumpel Sparky kann mich hören. Das soll wohl noch jemand waschen. Moment mal, hier ist etwas drunter. Das ist der Trick. Wer hätte das gedacht? Ich habe gerade ein Handtuch gefunden. Hallo, ich bin Mike Laris. Der Hotelpage? Wie kann ich dir helfen? Wegen des Schlüssels auf deinem Tisch. Ja, und? Ich möchte ihn mir kurz ausleihen. Tut mir leid, aber der Schlüssel gehört Miss Lola. Du kannst ihn nur haben, wenn du ein Freund von ihr bist. Wegen des Schlüssels nochmal. Was möchtest du wissen? Ich bin ein Freund von Lola. Sie hat mich gebeten, ihn für sie zu holen. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Du kannst dir den Schlüssel jederzeit nehmen. Danke. Es passt. Ah, hallo Lola. Das gibt's ja nicht. Joseph King. Ist das lange her? Könnte nicht lang genug sein. Wie geht's? Wie steht's? Sehr gut, seit du aus meinem Leben verschwunden bist. Lola, ich brauche deine Hilfe. Ah, was gibt's sonst? Ich meine es ernst. Kannst du mir helfen? Das kommt drauf an. Was willst du? Andersons Leute haben mich hier eingesperrt. Und ich soll dir bei der Flucht helfen? Ja. Warum sollte ich dir helfen, Joe? Ich habe lange gebraucht, um zu vergessen, was du mir angetan hast. Sieh mal, es tut mir wirklich sehr leid, was in der Vergangenheit passiert ist. Es sollte dir leid tun. Bring mir ein Handtuch und ich sehe, was ich für dich tun kann. Danke, Lola. Du bist ein Schatz. Hier ist das Handtuch, Lola. Danke. Du willst also hier raus? Ich habe da einen Plan. Einen Plan? Lass mich nachdenken. Aha, ich hab. Was hast du? Du kannst dieses Kleid als Verkleidung benutzen. Hier. Vielen Dank. Weißt du, Lola, das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja. Jetzt beeil dich lieber. Ich habe in 10 Minuten eine Vorstellung. Und ich bin noch nicht umgezogen.
Okay, ich bin schon weg. Sie haben nach mir gerufen, Dr. Eisenstein? Ja. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich meinen Dino-Strahl teste. Damit kann ich Menschen in Dinosaurier verwandeln. Sieh genau hin. Jetzt wird die Maschine aktiviert. Faszinierend! Sie hat sich vor meinen Augen in ein Monster verwandelt. Das ist ja noch gar nichts. Sieh, wie ich den Aggressionsverstärker aktiviere. Bald wird sie eine zitternde, knurrende Masse Dinosaurier-Terror sein. Sie sieht nicht besonders bedrohlich aus. Das ist nur ein kleines technisches Problem. Das habe ich gleich. Leider war sie mein letztes Exemplar. Ich brauche mehr Amazonen. Dann kann ich eine Dinosaurierarmee schaffen, die die Weltherrschaft übernimmt. Ja! Beeil dich, Sparky. Wir müssen zum Flughafen. Hey, es war nicht Lola. Das war King. Den schnappen wir uns. Danke, dass du gewartet hast, Sparky. Oh oh, Rico und Eddie sind uns schon auf den Fersen.